Lausanne Sport schafft den Sprung auf den zweiten Platz in der Challenge League. Rund gewinnt das Team von Ludovis Magnin das Derby gegen Tabellenführer Yverdon mit 20.14 Daumen hoch für Ludovis Magnin und seinen FC Lausanne Sport. Mit einem Heimsieg gegen Tabellenführer Yverdon sorgen die Lausanner für eine Fusion im Aufstiegsrennen. Die fünf besten Teams trennen nur 7 Punkte. Vor mehr als 12'000 Zuschauern erzielten Breton Labo und Aliou Baldet Tore für die Vorjahre.